Hier spreche Mio. Hallöchen. Und Karlkopf, Captain Ustra. Warum Karlkopf? Ja, wir waren beim Friseur. Beim Friseur und wir ich beide. Auch. Ich hatte kurze Haare, aber man hat nie gesehen, wie lang meine Haare ja, sind. Aber sie sind deswegen 20 cm kürzer. Deswegen. Kann man das nicht sagen. Tja. Guten Morgen, Karen. Fällt dir an mir irgendwas auf? Baby. Hallo, die Daugi. Nicht in den Fernseher. Nicht in und an den Fernseher kacken, wenn es geht. So, heute ist nur ein Tag. Heute ist nur ein Tag, genau. Und wir müssen vorsichtig sein mit dem Briefkasten. Es ist nichts nicht gekommen. Okay. Das ist wenigstens schon mal okay. Gut gelaufen. Gut, dass nichts kommt. Ja. Gut, dass meine Eltern mir nie schreiben. Yay. Yay. Die haben sich ja auch, die haben mich ja wahrscheinlich auch enterbt. Ich habe jetzt die Farm gewonnen hier vom Großvater und das reicht auch. Mehr kriegst du nicht, Junge. Das muss auch reichen. Geld. Ich habe genügend Geld. Das stimmt. Aber ich habe mir das doch selbst erarbeitet. Das ist ja was anderes. Heute, was mit den Wichteln? Heute ist der Tag, an dem wir doch mal die Kühe und Schafe schwängern. Ich hoffe es. Oh, Baby-Ananas. Dass es diesmal funktioniert. Es war ja wieder die Odyssee der Schwangerschaftskrise. Ehrlich, ja. Ey. Meine Güte. Heute das ist aber der Tag. Immer wenn wir irgendwas wollen. Wir wollen das Treibhaus haben. Auf einmal hat der 2 Wochen Ferien. Wir wollen irgendwas haben. Der ist nicht da. Hm. Wir warten auf etwas. Eigentlich nur 5 Tage. Diesmal mussten wir 10 Tage warten. Kein Problem. Das Erste, was ich machen würde, wenn er eine Woche nicht da wird. Fuck you, Mineral Town. Ich bin weg. Leck mich doch. Ich mache das per Online-Shopping. Ich werde irgendeinen Handwerker finden, der mir das baut. Günstiger ja, auch. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, oder nicht? Nein. Ich meine, irgendwie muss doch der Jack hier auch hingekommen sein. Der wird da wohl schön. Der wird da wahrscheinlich nicht. Seine Mutter hat ihm einen Arschtritt gegeben und Pferde, schwupps war er weg. Mit der Pferdekutsche. Du willst nach Mineral Town? Warum warten? Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist. Was sind das hier eigentlich? Nee, was sind das? Mais? Möhren? Möhren? 4 Möhren sind das vielleicht? Hatten wir nicht 4 Möhren geholt und von dem Rest nur 2? Ja, kann sein. Genau, sehr gut, wir sind clever heute, wie immer. Nee, Süßkartoffeln. Süßkartoffeln? Davon hatten wir 4? Ich meine, wir hatten von dem teuersten 4. Oh, wir haben von 2 Sachen sogar 4, guck mal. Shit. Ja, jetzt ist vorbei. Wir haben wieder sehr viel gekauft. Was machen wir denn den ganzen Tag? Heftig. Ich erinnere mich. Shopping. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die letzte Folge. Wie immer. Das ist, täglich grüßt das Murmeltier bei Ustra. Ehrlich, ey. Du weißt nicht mehr, was am Vortag war. Obwohl ich immer das fast selbe mache. Also ich muss mal ein bisschen größer werden. Hallo, ich bin Speechboy. Ich bin ein bisschen größer. Hallo, Mio. Duschbeck. Nee, ich bin nicht Duschbeck. Das mache ich auch irgendwann mal. Bald. Ist ja bald die Random Show. Ich weiß nicht, für nächste Woche oder für diese Woche kommt vielleicht schon was. Das kann ich aber nicht versprechen, das weiß ich noch nicht. Das wird man dann sehen. Alles wird zur Mayonnaise. Nicht alles. Ein auf eins. Sehr ausgewähltes Ei. Das Goldene. Aus eigener Zucht wird der Erntegöttin dargeboten als, richtig, Opfergabe, damit sie dafür sorgt, dass alles immer schön bleibt. Mayo to go ist. Mayo to go. War Mayo to go dabei schon? Die geben ihr nur... Oh. Ja, da. Die werden aber auch schon ein bisschen größer, die Mayo-Packungen. So ist ja nicht. Nee. Klar. Die sind immer noch klein. Ja, aber die waren schon mal kleiner. Mm-mm. Bei der Mio nicht. Es gibt ja nicht 3 verschiedene Größen. Mm-mm. Es gibt nur eine Größe verschiedene. Mm-mm. Ach, Ustra, manchmal sei nicht immer so. Habt ihr das Gefühl, manchmal einfach gehen, aufstehen wollen und zu gehen. Ich kenne das noch von früher in der Schule. Wenn der Lehrer sagt, heute gibt's einen Test. Aufstehen. Gehen. Nein, so schlimm war es nicht. Es gab keine unangekündigten Tests. Die Schulzeit war richtig angenehm. Kein Schläge in der Schule. Und nur chillen und grillen und so. Und jetzt bist du traurig darüber? Ja, es war irgendwie voll harmlos irgendwie. Man lernt nicht mal die Disziplin wie früher. Meine Schulzeit war nicht so angenehm. Vom Hörensagen. Disziplin. Es gibt so viele dumme Schulkinder. Ja gut, es gibt auch im Moment eine ganze Menge dumme Leute, muss ich mir ehrlich sagen. Ja. Ohne, dass das jetzt böse gemeint ist, ja, für alle, die da draußen vielleicht dieses Helm ist. Wir meinen nicht unsere Community. Wir meinen nicht euch, wir meinen den Rest. Nein, es gibt wirklich, ihr kennt das alle, es sind Leute unglaublich. Das fängt schon an, das ist ein blödes Beispiel, ich weiß, aber es geht mir manchmal schon auf den Keks bei älteren Leuten. Und ich habe nichts gegen ältere Leute, aber es geht mir auf den Keks. Wenn die an der Kasse stehen, oh, ich glaube, ich habe das klein. Das Portemonnaie auskippen, auf die Kasse, ja, dann nachzählen, oh, nee, doch nicht.
Und dann packen die das alles wieder ein. Die schaffen das natürlich kaum, ne? Vom Fließband zu heben. Und... Fertig. Also, es ist ja okay, wenn du das passend hast. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber irgendwie... Ja. Das mag ich zum Beispiel nicht. Das ist dumm. Und dumme Leute sind auch, die einfach, wie gesagt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche alles posten auf Facebook. Ich muss auf Toilette. Ich gehe jetzt arbeiten. Ich esse gerade Salat. Ja, ich gehe arbeiten. Ich mag arbeiten nicht. Ich bin wieder zu Hause. Ah, heute war die Arbeit nicht so schlimm. Ich gehe erstmal aufs Klo. Mann, ich bin müde. Ich gehe ins Bett. Bis morgen. Na, wenn das nicht wieder Ostra ist, danke für deine Gabe. Yo, chill. Schlimm, ne? Ja. Tja. Naja, deswegen sind wir Anti-Facebook-Freaks. Ich war gerade auf Toilette. Ich habe 2 Kilo verloren. Hm, ja, das will doch keiner wissen. Ich hoffe, der Typ, der auf Toilette war, hat nicht die 2 Kilo verloren. Sondern das war ein extra Beispiel. Nein, das war schon in allem. Und jetzt, Ostra, wo mir das gerade einfällt mit den Pilzen, nimm diesen verdammten Pilz mit. Denn er bringt kein Minusgold, okay? Danke, dass ihr das gesagt habt. Danke, ihr rettet mir echt den Tag. Ich habe Ärger gekriegt. Ich habe ihn so fertig gemacht. Unglaublich. Es tat gut. Deswegen habe ich jetzt... Das war die Wette, die ich verloren habe. Deswegen habe ich keine Haare mehr auf dem Kopf. Sag es ruhig, Mio. Ja, so ist es. Und deswegen habe ich mir auch die Haare abschneiden lassen. Nein. Sie waren schon ganz kaputt. Fettschulden sind Ehrenschulden. Nein, deine Haare mussten auch ab. Geh weg! Gib's einfach zu. Ich gebe nichts zu. Ich bereue nichts. Ah! Jetzt konnte ich mich da irgendwie zwischenquengeln. Jetzt sitze ich hier fest! Wie bin ich denn dazwischen gekommen? Jetzt haben wir jetzt alle Wolle. Alle Schafe haben Wolle. Du müsst dann aber auch einem Wolle lassen, nämlich den guten Freddy. Ich muss mal gucken, wem. Doch, der Freddy. Ja, aber das sind doch Mimi und Selina, die jetzt noch Wolle haben. Ja, gut, und der Freddy. Wen soll ich denn jetzt schwängern von den beiden? Selina, wir sagen oder, Selina, oder die Mimi? Kleinste. Weil die andere ja dann die Wolle noch gibt. Weil wir hoffen ja, dass Freddy zum Schafsfest Wolle kriegt. Wieder Wolle hat. Das ist richtig und korrekt. Gibt der denn auch goldene Milch oder goldene Wolle? Der gibt dann goldene Wolle. Ach, der gibt ja gar keine Milch. Warum soll das? Hallo Bertha, du scheinst ja heute gute Laune zu haben. Bei Harvest Moon, deiner Tierparade, geben die Schafe auch Milch. Bertha werde ich nicht melken. Bertha werde ich schwängern. Käseautomat. Nein, das ist eine Kuh. Definitiv ist das eine Kuh. Ich habe das in der Schule gelernt. Eine Kuh macht Mu, ein Käseautomat macht Käse. So. Seit wann macht die Kuh? Alle gerne. Ja, klar. Macht er. Sie macht nur Sie macht nur Da freut ihr sich, mich zu sehen. Das ist so. Das ist ein sehr befriedigendes Moon. Die sind auch sehr glücklich, diese Kühe. Eine Kuh macht halt nicht Moon. Ich kann echt Werbung machen für meine Milch. Dinger, nur von glücklichen Kühen. Kennst du diese Spielzeuge, diese Glocken beinhalten, die Moon dann, ja, wenn man die schüttelt? Ja, die machen auch nicht Moon, sondern machen immer. Das ist total komisch. Ihr habt doch bestimmt mein The Hunter Videos gesehen. Da hatte ich auch diesen Elchschüttler. Ja, das meine ich, genau. Das finde ich cool. Das muss ich auch unbedingt nochmal zocken. Das hat so Bock gemacht. Wer noch mal The Hunter sehen will, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu der alten Playlist. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Das war richtig witzig. Nee, fand ich nicht. Was? Ich habe die Tiere nie gesehen. Das war richtig witzig. Mir das Spiel. Das war brutal und witzig. Okay, ja, gut. Jagdspiel. Jag mal. Und dann, guck mal, da ist ein Reh. Ich so, wo ist das Reh? Da ist gar kein Reh. Genau da. So, irgendwie hinter einem Stein, so ein kleiner Püschel, wo ich gesagt hätte, okay, das ist ein Fleck. Ich habe noch nie einen Shooter, glaube ich, gezeigt. Auch bei, ich habe, glaube ich, noch nie einen Shooter gezeigt hier auf meinem Kanal. Und, glaube ich, wenig, außer jetzt vielleicht The Hunter. Da, ich bin ganz gut in Shootern, daran liegt das vielleicht. So mehr oder weil gut, casual-mäßig gut, also hobbymäßig. Ja, ich wollte gerade sagen, er erschießt keine Leute draußen zur Übung. Nee, Mann, selten. Darf man das mal sagen? Das darf man nicht mal sagen. Das darfst du nicht mal denken, was ich gesagt habe, Mio, schäm dich. Ich schwänge gleich eine Kuh und auch ein Schaf, weil ich so dope bin. Und weil ich natürlich die Samen habe, dafür das zu tun. Was auch immer das heißen mag. Ich glaube irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall, lass uns losgehen. Ich habe den Samen der Macht. Auf geht's. Auf geht's. Zu neuen Abenteuern. Nach Barley. Nein, nicht zu neuen Abenteuern. Wir spielen hier nicht Blaze & Blade. Das könnten wir auch mal zeigen, aber ich weiß nicht, ob man das darf.
Das Problem ist einfach, dass wir es niemals durchkriegen. Niemals. Klar kriegen wir das durch. Das ist richtig. Das macht richtig Bock. Nein, wir wechseln einfach zu oft die Haarfarbe, den Charakter. Ja, gut, die Haarfarbe ist ja easy, aber die Charaktere wechseln ist scheiße. Obwohl das auch egal ist, solange der Hauptcharakter bleibt. Macht auf jeden Fall nie wieder einen Bogenschützen. Kannst du vergessen. Ja. Oh! Oh! Sieh an. Wie geht's dir, kleine Jone? Wie kann man nur Jone heißen? Ah, Facepalm auf den Ione. Ione. Du kleines Ion. Hallo, kleines Ion. Ich möchte wir brauchen die Kuhsamen. Ich frage mich, wo er die eigentlich aufbewahrt. In seinem richtigen Kühlschrank? Ja, im Bad. Der bewahrt in seinem Bad auf, die Samen. Wusstest du das nicht? In dem Bart? Ja, in dem Bart. Ja. Ah, nein. Ich habe jetzt eine Kuh gekauft. Fuck! Okay. Bin sofort wieder da. Ich muss einmal meinen Namen festgeben. Eine kurze Pause. Eine ganz kleine kurze Pause. Moment, ich habe meine Liste hier. Das kann nicht lange dauern. Nur das Dokument öffnen könnte ein bisschen in Anspruch nehmen. So ein Scheiß. Kuh kaufen. Ja. Balia. Balia, Inge haben wir nämlich schon. Das muss ich mal eben rauslöschen. Herzlichen Glückwunsch, Balia. Du bist jetzt eine gekaufte Kuh. Es tut mir leid, wenn das jetzt so ist. Aber so ist es jetzt einfach. Schlimm. Alles ist gut. Jetzt haben wir direkt so eine fette Kuh da stehen. So gut. Ist der Name? Okay, klar. Danke, ich lass es in deine Scheune bringen. Okay, Moment mal. Willst du sonst noch was kaufen? Was habe ich denn jetzt gemacht? Schafsamen? Warum ist dein Hund nicht einfach die... Wir können keine Kuhsamen mehr kaufen. Weil ich glaube ich gerade... Warte mal, was habe ich denn jetzt gerade gekauft? Mo! Irgendwas ist doch hier richtig faul gerade. Wir haben eine Kuh gekauft. Nee, ich habe auch Kuhsamen gekauft. Und dann ist das weggesprungen. Genau. Oh Mann, und dann ist wir das haben weg. Beides gekauft. Ja, wir haben jetzt Kuhsamen gekauft und eine Kuh. Und jetzt hole ich noch Schafsamen. Und wen schwängern wir jetzt noch? Und was für einen Namen kriegt er das dann später? Das ist ja dann später. Wir haben auch noch genug Namen. Wir haben auch ohne Ende Namen. Ja, deswegen sagte ich ja. Die werden aber in deiner Liste nicht eingetragen. Ja, ich habe die aber in der anderen Liste. Das ist jetzt die Hauptliste. Das ist sozusagen die älteste Liste und die ist noch nicht ganz abgearbeitet, weil wir ohne Ende Namen haben. Das sind nur die Schafnamen aktuell. Die Kuhnamen noch nicht. Auch weil alle Schafe sein wollten. Das liegt zum Beispiel auch da. Das Problem ist, oder das Gute ist, dass ich das jetzt fehlerhaft gemacht habe. Schade. Ich habe echt nicht drauf geachtet. Ich habe ja mit dir geredet gleichzeitig. Problematisch. Dass wir jetzt diese Liste schneller abarbeiten können, weil das ist ja unglaublich heftig, wie viele Leute dann doch noch hier bei uns leben wollen, auf dem Hof der Freude und Glückseligkeit und YOLO. Der Farm, wo man nie das Sonnenlicht erblickt als Tier. So ist es halt. Die YOLO-Farm. Die YOLO-Farm. YOLO-Farm. So, warte mal. Wo ist denn unsere fette Kuh? Ne, zwei kleine dann. Ach, da sind zwei kleine direkt. Ja, das ist dann die. Ah, wie süß. Also ehrlich, Balia, du siehst aber heute glücklich aus. Ja, wenn es eine kleine ist, finde ich es gut. Da muss ich aber heute auch noch mal füttern. Sollen wir eben wütend machen? Du bist... Ja, glücklich. Also ehrlich, Selina, du siehst aber heute glücklich aus. Bitte schön. So, Selina. Du bist jetzt schwanger. So, herzlichen Glückwunsch. Das ist gut gelaufen und jetzt müssen wir noch die Balia, Winwin und Gerdel, habe ich gesagt. Die wird geschwängert, ne? Ja. Ne, Bertha wird geschwängert. Bertha, so, sehr gut. Jetzt ist aber wir haben so viele kleine Kühe. Oh mein Gott, das ist süß. Bertha, Selina, zwei kleine Kühe. Perfekto, Mondo. Diese Folge war auf jeden Fall bis jetzt erfolgreich. Außer das mit dem Fehlkauf. Das passiert und wie gesagt, nicht böse sein, wenn ich jetzt den Namen benutzt habe. Aber die Liste wird abgearbeitet. Die Liste wird auf jeden Fall abgearbeitet. Das ist wichtig. Also können wir uns auf jeden Fall um viele witzige Dinge kümmern. Hier muss zugemacht werden. Ah, zwei kleine Kühe. Ich bin immer noch so... Kühe sind gut, ne? Ja. Auch Schafe sind niedlich, wenn sie klein sind. Achso, wir sollten noch mehr Blumensamen kaufen. Ich glaube, das hier hinten... Der Hund kackt gerade dahin. Das hier hinten mit komplett Blumen dann. Echt? Mhm. Aber die kann man auch gar nicht verkaufen. Nee, aber wie gesagt, es gibt doch dieses Event, wovon du dann doch gelesen hast. Jetzt in den Kommentaren. Wegen den 90 Blumen meinst du? Wegen den 90 Blumen, das kriegen wir theoretisch noch. Okay. Ich laufe gerade so spastisch hier rum. Nicht, weil ich Zeit verplempern will, weil ich einmal gucken wollte, ob der Zaun so weit intakt ist. Aber alles gut. Dann lass uns Blumen kaufen gehen. Welche kaufen wir?
die Blumen, die wir für diesen Monat halt haben dürfen. Ja. Aber ich dachte, die 90 Blumen müssen auf einmal gepflanzt sein. Naja. Ich kaufe jetzt 10 Packungen und Blumen, bam. Wir hatten aber nur 6 Plätze da. Achso, und dann kann ich auch jetzt eben die Wichtel anheuern gehen, weil das wollten wir auch machen. Alle? Wollen wir echt alle machen? Wenn das geht, weil... Das geht. Warum sollte es nicht gehen? Weil manche ja noch gar nicht solche Herzen haben. Das ist egal. Die kommen dann trotzdem. Aber wie gesagt, wenn du die alle zum Blumengießen schickst und das sind einfach 7 Mann, dann würde ich mal sagen, Achievement get. Wir müssen ja auch die nicht so viele Herzen haben, nur einen Tag hinschicken. Das reicht ja auch. Wir gucken mal gerade. Kochus, Rafi, Kalmi und Wack werden auf jeden Fall für eine Woche angestellt. Herzlich willkommen, Dada. Er ist erwachsen geworden. Brauchst du Hilfe, Dada? Ich wünschte, deine Jobs hätten etwas mit Kochen zu tun, aber okay, ich erledige auch andere Arbeiten, Dada. Felder bewässern. Wie lange wird die Arbeit dauern? Eine Woche ab morgen. Okay, ich werde mein Bestes geben. Dada. Ich stehe morgen früh auf und mache Essen. Dada. Rafi? Willkommen, Dada. Brauchst du Hilfe, Dada? Eigentlich ziehe ich Schlafen jeder Arbeit vor, Dada. Was ist der Grumpy-Wichtel oder was? Wie viele Tage wird die Arbeit dauern, Dada? Ich möchte nicht zu lang arbeiten. Eine Woche. Ich werde mich bemühen, nicht zu verschlafen und da zu sein, Dada. Plitsch ist der Beste, Dada. Die anderen haben alle keine Ahnung von Farben. Oh. Ha, brauchst du Hilfe, Dada? Wenn ich arbeite, mache ich mich bloß schmutzig, Dada. Was kann ich tun? Felder abwässern. Abbewässern. Wie lange brauchst du Hilfe, Dada? Eine Woche ab morgen. Okay, morgen komme ich in etwa mit in etwas weniger schicken Sachen, Dada. Wie süß. Hallo, du siehst aus wie einer, den man trauen kann, Dada. Nee. Hallo, Ostra, bist du hier, um mich um Hilfe zu bitten, Dada? Hehe, dachte ich mir doch, mit meiner Hilfe wird alles schnell fertig, Dada. Wenigstens benennt er dich mal beim Namen. Das ist ja... Wie lange wird die Arbeit dauern, Dada? Du bist so nett. 3 Tage, komm, du bist ein cooler Typ. Überlass das mir, ich werde das schnell erledigen, Dada. Hallo. Bisschen besoffen würde ich. Also, Dada, was willst du von mir, Dada? Was für Arbeit? Bilder bewässern. Weil diese Arbeit, wie lange brauchst du da Hilfe, Dada? Den ganzen Tag morgen. Okay, ich werde mich bemühen zu kommen, Dada. Hi. Willkommen, Dada. Suchst du Hilfe, Dada? Ich arbeite gern, Dada. Ich mache alles und ich mache es gut. Was steht an, Dada? Ich habe immer die Lustvollen. Ja, der macht auch so geile Eigenwerbung. Wie lange wirst du mich wohl brauchen, Dada? 3 Tage, weil du so cool bist einfach. Okay, ich werde helfen, so gut ich kann, Dada. Oh, sie sind so süß. Hallo, Dada. Hast du Zeit, mit mir zu spielen? Nee, irgendwie. Oh, Arbeit. Ja, Dada. Ich tue es. Was steht denn an, Dada? Das ist der... Wie viele Tage brauchst du Hilfe, Dada? Den ganzen Tag ab morgen. Ja. Okay, ich gehe zur Farm, Dada. Morgen komme ich zum Spiel, zur Arbeit, Dada. Ich glaube, wir kommen zum Spiel. Alter, wird nicht gespielt. Es kann nur einen geben, der spielt. Das bin ich. Ich spiel mir am Glied bis zum Tod. Was? Hat keiner gehört, hoffe ich. Nein. Und es hat wahrscheinlich auch keiner meine Super Dragon Age Folgen gesehen, wo ich einfach jeden und alles, was nicht 3x3 auf den Bäumen ist, wegflanke. Diese Kinder heutzutage. Ja, es muss einfach sein. Was willst du machen? Wenn mir das angeboten wird, in-game, kann man ja mal sagen, hallo, der Populist. Es ist absolutes Kommst du auch vorbei bei mir? Wir können zusammen spielen. Ich habe jetzt auch eine Frau. Wir können jetzt auch ein 3-Mann-Schach spielen. Willkommen. Bist du gekommen? Was machst du? Mausezeichen mit deinen Augen? Ja. Was kriegen wir denn? Wie heißt das denn? Was brauchen wir denn? Die Kätzchensaat kostet 200, pflanze sie im Sommer und bald blühen kleine rosa Blumen. Nein, das ist also nicht. Nein. Der Rotzauber ist es, glaube ich, ne? Die Rotzaubersaat kostet 600. Die Blume ist fantastisch. Die blüht nicht oft, aber du kannst sie zu Heilzwecken verkaufen. Okay, das ist eine teure Pflanze. Die Spielblumensaat kostet 500. Die Blumen blühen und blühen. Die Spielblumensaat also die gehen auf jeden Fall immer. Aber diese weiße, oder nicht? Ja.
1000. Also können wir Rotzauber und Spielblumen. Na gut, dann holen wir mal die... Ich glaube, das sind Herbstsaaten. Das wurde uns letztes Mal gesagt. Ich hole einfach mal zwei. Voll teuer. Ja, ja. Und dann hole ich hier die und davon hole ich dann 8. Dann haben wir theoretisch 90 Blumen, oder? Oh, falsche Richtung. Ja, man muss Geld ausgeben, um schöne Dinge einzunehmen, weißt du? Ich gebe Geld aus und kann dafür schöne bunte Pillen einnehmen. Deswegen bin ich auch manchmal so. Verstehst du? Weißt du, was ich dir sagen muss? Verstehst du das? Ich verstehe. Sehr gut, das wollte ich nur hören. Alles klar. Dann sind wir auf einer Wellenlänge jetzt, oder was? Mhm. Ja, so. Wollten wir jetzt. Auf jeden Fall. Ja. Okay. So, jetzt kannst du auch mit meiner Hand weitergehen. Warum? Hallo, Hand. Hallo. Na, Schönheit. Ah. Na, er ist schon wieder auf seinen Pillen. Wie viele Löcher hast denn du? Was? Ustra, ich finde das langsam nicht mehr lustig. Du musst jetzt die Blumen pflanzen. Ich wollte jetzt erstmal die giftigen Pilze holen, damit die Mio auch was zu stehlen hat. Ich den essen, den Giftpilz? Nein. Der gibt viel Geld. Darum geht's dir also, ja? Ja. Das ist ja wohl eine Frechheit. Du machst das hier doch nur des Geldes wegen. Deswegen sitzt du immer hier neben mir. Nee, ich krieg leider kein Geld. Für jede Minute, die wir hier drüber sind, über der normalen Zeit, willst du immer Geld haben. Sag's doch, ey. Ja, wollen schon. Von meinem vielen dreckigen YouTube-Money, das sich irgendwie irgendwo, aber nicht bei mir befindet. Wir fragen mal die Großen, ob sie uns ein bisschen Geld abgeben. Ja, eigentlich. Schreiben sie mal an. Ey, Brudi, Alter. Ey, Brudi, was geht bei dir? Wie wär's mit... Nein, lass mich! Ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Oh, du Lindenbärch. So klingt er nicht. Ich weiß. Wie wär's, wenn du jetzt alle Blumen einpflanzen würdest? Ich weiß, dass sich Udo Lindenberg nicht so anhört. Rotzauber beim Aussehen. Was? Zur Aussaat? Zur Aussaat verfällt in den Herbst. Ach, da steht's dann bei! Who the fuck do I know? Achso, wir können, wenn die zu Heilzwecken benutzt werden, machen wir besser so, weil dann kann ich hier alle pflücken. Ich kann ja auch alle gießen, ne? Ja. Wohl nicht? Ich muss so viel arbeiten. Zum Glück sind ab morgen die Wichtel dann da. Ab der nächsten Folge dann, besser gesagt. Dann gibt's hier richtig geilen Prügeldübel, du. So, jetzt muss ich erstmal... Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich natürlich auch nicht. Jetzt muss ich erstmal richtig abgehen hier. Du weißt schon. Das sind nur Blumen. Die heißt, die kann ich also schön nebeneinander machen. Ach so, ich habe mich gerade gefragt, was du da tust. Obwohl ich die vielleicht noch von... Soll ich die von den Heilfreuter-Treutern trotzdem abtrennen? Warte mal, wie viel passen denn dann hin? 1, 2... Okay, passen dann trotzdem 3 hin, okay. Dann kloppen wir das mal hier wieder weg. Hast schon recht, Mio. Umsonst gemacht. Ja, kannst du ja nicht wissen. Wenn du dich erst so spät entscheidest dafür, mir deine Meinung zuteil kommen zu lassen, dann dauert das einmal. Tut mir leid. Kein Problem. Und jetzt noch da eine Reihe. So. Schön machst du das. Ja, ne? Ich hoffe, das sieht ganz cool aus. Auf jeden Fall sieht das richtig schön aus, bestimmt, wenn die dann voll sind. Ein. Vollgeblüht sind, ja. Da sind, passen aber nur 6 hin. Dann musst du doch noch dran machen. Gut, dass ich das weggemacht habe. Danke, Mio, für deine sehr hervorragende Hilfe beim Zählen. Ich habe nicht gezählt, ich habe einfach nur nach dem... Genickt, ich weiß. Bild. Du hast einfach nur genickt. Sie hat einfach nur genickt. Hör auf, mich immer dazu nüpsen. Hör auf, mich zu nüpsen! Nüps. Ja, aber wir haben da noch 2. Ja, die muss ich auch noch einpflanzen gleich. Die pflanze ich aber auf die andere Seite. Wisch. Oh mein Gott, das ist so riesig, das Feld. So, wer sich jetzt beschwert, dass ich ein fauler Sack bin, der hat wahrscheinlich immer noch recht. Aber es ist schon besser geworden. Was sagt das mir machst dazu? Du nur, um das Achievement zu kriegen? Achievement, Cat. Es gibt keine Achievements. Außer Fisch-Achievements. Und dieses Event. Es gibt nur Fisch-Achievements. Tralalala, Chiffy-Fishman, Chiffy-Fishman. So kurze Haare, das fühlt sich komisch an. Ja, ist nicht so schlimm. Hallo, Dog. Machst du die dahin oder was? Genau. Oder nicht? Ja, doch. Weil hier habe ich wenigstens schon Felder, die jetzt vorgekloppt sind, sonst muss ich nochmal 9 nachkloppen. Das ist auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Dann bist du außerdem eh zu erschöpft. Du kippst noch um und dann bam bam bam. Ja, umkippen wird er wohl nicht. Ich hab genug von diesen Powerbären-Drogen-Dingsbums drin.
Dorgi, du solltest da weggehen, wenn du nicht nass gemacht willst. Sie juckt deine Nase! Fans. Hilfe! Nein, die Folge muss gleich beendet werden, damit die Frau heute mal nicht niest. Da habe ich schon vorhin eine Aufnahme, von daher. Ja, aber nicht in Harvest Moon. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schön, dass du, ihr und überhaupt alle eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr sehen wollt, sagt euch diese Dame jetzt, wie es weitergeht. Warum musst du das mal ankündigen? Ich finde das doof. Aber ihr könnt trotzdem einen Daumen nach oben da lassen und in die Videobeschreibung vorbeischauen. Da findet ihr mehr von uns. Bis dahin. Tschüss.